Für eine neue Investigativreportage war das Team Wallraff in vier privatwirtschaftlich geführten Pflegeeinrichtungen undercover und hat dabei zahlreiche Missstände dokumentieren können. Diese erhärten den Verdacht, dass Heime, die von sogenannten private Equity-Unternehmen betrieben werden, zum Teil das Wohlergehen der Bewohner und Bewohnerinnen aus den Augen zu verlieren scheinen. Was die Team Wallraff-Reporter vor Ort erleben, wirkt erschreckend. Sie begegnen manch verängstigten, einsamen und vernachlässigten Heimbewohnern, die unter teils fragwürdigen Hygienebedingungen zu leiden haben. Und sie erleben überlastetes Pflegepersonal, Personalmangel und Führungskräfte, die aus dem Kostendruck der Konzerne keinen Hehl machen. Privat betriebene Heime, sind alte Menschen hier wirklich gut aufgehoben? 800.000 Menschen leben heutzutage in deutschen Pflegeheimen. Bis 2030 wird diese Zahl voraussichtlich auf 1 Million ansteigen. Schon jetzt fehlen bundesweit 35.000 Altenpflegerinnen und Pfleger. Um den künftigen Bedarf der Heime zu decken und alte Menschen angemessen betreuen zu können, sind laut Studien sogar 120.000 zusätzliche Fachkräfte nötig, Barmer Pflegereport 2021. Rund 43% der deutschen Pflegeheime sind heute in privatwirtschaftlicher Hand. Tendenz steigend. Und private Betreiber der Heime scheinen sich den rapide steigenden Bedarf an Pflegeplätzen zunutze zu machen. Das Team Wallraff vermutet dahinter ein System. Private Equity-Unternehmen nehmen Bankkredite auf, um Pflegeheime zu übernehmen, sie so gewinnbringend wie möglich zu betreiben und nach einigen Jahren wieder zu verkaufen. Währenddessen wird in manchen Heimen gespart, wie es eben geht. An Personal, Material und am Essensangebot. Aber sind alte Menschen in diesen Heimen wirklich gut aufgehoben? Scheint in privatwirtschaftlichen Unternehmen der Profit der Heime etwa wichtiger zu sein als das Wohl der Bewohnerinnen und Bewohner? Kann das Personal unter den Gegebenheiten den Bedürfnissen der Heimbewohnerinnen und Bewohner gerecht werden? Sozialwissenschaftler Professor Dr. Stefan Sell verweist auf schockierende Studien. Mittlerweile liegen die ersten gesicherten Studien aus den USA und Kanada vor und diese Studien zeigen ganz eindeutig eine deutlich höhere Sterblichkeit in den Heimen und Einrichtungen, die von Private Equity Funds geführt werden, als zum Beispiel in denen von kommunalen und gemeinnützigen Einrichtungen. Wie sieht es in manchen deutschen Pflegeheimen aus und erhärtet sich unser Verdacht wirklich? Team Wallraff war undercover in Heimen der Betreiber Sereni Orizzonti, Alloheim und MVR Living. RTL zeigt die neue Ausgabe von Team Wallraff, Reporter Undercover, am Donnerstag, den 10.02, ab 20:15 unter dem Titel Abgeschoben und vergessen. Das würdelose Geschäft mit alten Menschen in unseren Pflegeheimen. Caroline Undercover im Seniorenheim Augsburg, Sereni Orizzonti. Die erschreckenden Zustände in einem Schlierseer Pflegeheim der Betreiberkette Sereni Orizzonti sind nach einem Corona-Ausbruch im Mai 2020 öffentlich geworden. Die Staatsanwaltschaft München ermittelte hier wegen 17-facher Tötung und 88-facher Körperverletzung. Günter Wallraff und Reporterin Caroline möchten wissen, wie es in dem zweiten deutschen Heim der italienischen Kette in Augsburg aussieht. Caroline absolviert im August 2021 ein 9-tägiges Praktikum in dieser Einrichtung und erlebt zahlreiche besorgniserregende Missstände. Lesetipps: RTL News empfiehlt Anzeigen. Daniel Undercover in der Alloheim Seniorenresidenz Herzberg. Das Alloheim in Herzberg am Harz hatte im Februar 2021 Schlagzeilen gemacht, als dort eine ältere Dame erfroren ist, nachdem sie das Heim durch einen Notausgang verließ und nicht mehr zurückfand. Waren zu wenig Pflegerinnen und Pfleger anwesend? Wie konnte das passieren? Um sich ein eigenes Bild von den Zuständen in der Einrichtung zu machen, bewirbt sich Team Wallraff-Reporter Daniel im Spätsommer 2021 als Pflegepraktikant. Judith Undercover in der Alloheim Seniorenresidenz Dormagen. War das Alloheim in Herzberg nur eine Ausnahme oder gibt es auch Beanstandungen in einem anderen Heim dieser privatwirtschaftlich geführten Pflegeheimkette? Um das herauszufinden,
bewirbt sich Reporterin Judith im Spätsommer 2021 in der Seniorenresidenz in Dormagen. Auch Judith stößt während ihres zweiwöchigen Praktikums auf Umstände, die zumindest bei ihr den Eindruck eines Sparkurses vermuten lassen. Günther Wallraff undercover im Seniorenheim Flora Marzina in Herne. Die Einrichtung Flora Marzina in Herne gehört heute zum Träger MVR Living. Auch dahinter verbirgt sich ein private Equity-Unternehmen. Aus dieser Einrichtung erreichte Günther Wallraff der Hilferuf einer 87-jährigen Bewohnerin, die über schlimme bauliche Mängel wie zum Beispiel Wasserschäden, eine ausfallende Heizung und nicht behindertengerechte Dusche klagt sowie nicht ausreichendes Essen. Rosemarie Dürseln ist seit 2018 in der Einrichtung untergebracht. Mitunter käme es sogar dazu, dass sie beim Essen ganz leer ausgehe, da ihr Zimmer am Ende des Gangs liege und das Essen nach ihrer Aussage nicht immer für alle Bewohner reiche. Entspricht die Schilderung der Bewohnerin den Tatsachen? Günther Wallraff interviewt verdeckt zwei Pflegekräfte, um das herauszufinden. Günther Wallraff: Die Leidtragenden sind alte und hilflose Menschen. Günther Wallraff kritisiert allgemein den privatwirtschaftlichen Gedanken in der Pflege als solchen. Sollten Gewinne im Vordergrund stehen, müsse das System grundlegend geändert werden. Spekulationsinteressen und Profitgier von Pflegekonzernen, der Kostendruck in rein renditeorientierten Unternehmen und der dramatische Personalmangel in der Pflege verschärfen sich zunehmend. Die Leidtragenden dieses Systems sind neben den Pflegebeschäftigten alte und hilflose Menschen, die regelmäßig zu Opfern eines Systems werden, das sich niemand für seine Angehörigen oder sich selbst wünscht. Alle die hier genannten Betreiber bestreiten die Vorwürfe, zur Gewinnmaximierung an Qualitätsaspekten und Fachpersonal zu sparen. Thema Altenpflege in RTL Direkt, Extra Spezial und im Team Wallraff Podcast. Im Anschluss zur aktuellen Team Wallraff-Ausgabe widmen sich auch RTL Direkt, 22 Uhr und 15 Minuten, und ein Extra-Spezial, 22 Uhr und 35 Minuten, dem Thema Altenpflege. Pinar Atalay spricht dazu in RTL Direkt UA mit Christine Vogler, Präsidentin des Pflegerats, über die Herausforderungen in der Pflege. Im Extra-Spezial sind Günther Wallraff und Reporterin Caroline zu Gast bei Jana Azizi. Gemeinsam werfen sie UA einen Blick ins Ausland nach Dänemark und Polen. Funktioniert Pflege dort besser? Und welche alternativen Modelle gibt es auch hierzulande? Ein Besuch von Günther Wallraff in Friesenhagen zeigt: Als gemeinnützige GmbH können Pflegeheime für Bewohner und Personal funktionieren. Undercover-Reporterin Caroline berichtet außerdem am Freitag 11.02. in Guten Morgen Deutschland sowie bei Punkt 12 über ihre Erfahrungen. Begleitend zur TV-Ausstrahlung erscheint zudem eine neue Folge von Team Wallraff, der Podcast bei Audio Now und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Darin sprechen Günther Wallraff und sein Team über ihre persönlichen Erfahrungen bei den Undercover-Einsätzen in der Altenpflege und über die Dinge, die im TV nicht zu sehen waren. Sie schildern, wie sie die Missstände aus nächster Nähe mitbekommen haben und was sie daran nachdenklich gemacht hat. Welche Situationen gingen ihnen besonders nahe? Wann sind sie an ihre Grenzen gekommen? Und was können Angehörige tun? Video-Playlist zu Team Wallraff.